Yo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Super Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 356. Ich bin guter Laune, das bedeutet, wir haben natürlich wieder mal ein hervorragendes Black Clover Kapitel. Wir gehen raus aus der Manege, verlassen den Zirkuspalast und gehen rein ins wunderbare Schloss von Walt Disney. Ich habe sehr Bock. Wir haben natürlich wieder ein Juno-Kapitel. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Feier den einfach, wie grün und schön der aussieht. Weiß gar nicht, was man an dem immer rumzunörgeln hat. Der Typ hat auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, gegen den Endantagonisten zu treten. Und bekommt natürlich wieder ein hochverdientes Power-Up, welches ihn an die absolute Spitze ballern kann. Wenn Cosmo und Wanda euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr Mitglied im Mickey Mouse Clubhouse werden wollt. Damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Kapitel und starten mit dem wunderbaren Juno. Das Kapitel beginnt mit Juno, der sich nun Lucius alleine in den Weg stellt, denn Juno ist sehr stark geworden. Das hat Yami ja schon im letzten Kapitel gesagt und das kann man ihm auf jeden Fall glauben. Das sieht man ja jetzt hier auch zur Genüge. Doch laut Lucius ist er nicht stark genug, ihn besiegen zu können. Wir haben ja vor einigen Kapiteln, als wir noch im Hinoland waren, die Perspektive von Asta bekommen, wie er sich vorstellt, wie Juno sich geschlagen hätte gegen Lucius. Und da war der Aufschrei sehr gewaltig, dass das ja gar nicht so stimmen würde und dass Asta sich quasi selber belügen würde. Aber naja, wir bekommen jetzt genau eben diese Szene, dass Juno sich tatsächlich sehr, sehr gut schlägt. Ich war natürlich immer auf der Seite von Juno und konnte das bestenfalls verstehen. Von daher bin ich natürlich gar nicht verwundert darüber, dass das jetzt hier auch tatsächlich stattfindet. Die Magic Knights greifen die Engel von Lucius an und stellen fest, dass ihre Magien nichts bringen, egal welche Attribute sie auch besitzen, und Morris quatscht von der perfekten Kreation der Engel für die perfekte Welt, die Lucius einleiten möchte. Morris, auch so ein geiler Charakter mit seinen Engelstentakelarm, hab ihn richtig vermisst seit Spade Arc, hoffe, der wird einen Baba-mäßigen Fight bekommen. Wir sehen dann die ganzen wichtigen Magic Knights. Die Hater würden jetzt sagen, dass das alles Randoms und Filler-Charaktere sind. Das würde ich niemals behaupten. Diese scheißen sich heftig in die Hose, aber halten die Angriffe der Engel dann doch auf, da auf einmal Feen erscheinen, die die Magic Knights boosten können und um ein Vielfaches stärker machen. Juno und Belle kombinieren nämlich ihre Magien, also Sternen- und Windmagie, und erschaffen das gewaltige Nimmerland. Dort läuft nämlich der Fluss der magischen Kraft und der Zeit anders, sodass Verbündete gestärkt und Feinde geschwächt werden können. Denn wenn das bei Peter Pan der Fall ist, dann muss das auch in Black Clover passieren. Macht ja Sinn. Klaus, den wir auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben, kommt hier jetzt hinzu, kommt hier jetzt rein, nur um zu sagen, dass Juno es ja so stark verdient hätte, König der Magier zu werden und dass er definitiv dieses Talent oder diese Kraft, diese Stellung besitzen kann, und da muss man ihm auf jeden Fall recht geben. Juno ist so krass. Er wird immer so in den Momenten gepusht und das auch zu Recht. Ich finde, Juno macht so viel aus. Er ist so ein gut geschriebener Charakter. Ich habe jetzt gerade das Textdokument nicht offen, wo die ganzen Argumente für Juno stehen, aber ich glaube, die kann sich ja jeder denken. Deswegen denke ich, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es würde mich sehr wundern, wenn Juno kein Stück Erfolg im Black Clover kriegen würde. Ich finde das sehr verdient und gut, dass Tabata das so einbaut. Juno wird plötzlich von Lucius in eine seiner Zeitkugeln gesperrt, doch Mastermind Juno dribbelt ihn aus, ihn juckt das gar nicht und er bewegt sich weiterhin. Lucius erklärt dann, dass die Grundlage seiner Zeitmagie das Altern widerspiegelt oder darauf aufbaut. Diese Magie manipuliert also ebenfalls den Fluss der Zeit, aber Juno kann sich trotzdem in der Zeitkugel von Lucius weiterhin bewegen, weil im Nimmerland fließt die Zeit gar nicht. Und das ist eine schöne Anlehnung an Peter Pan, denn
in Peter Pan war das ja auch so, dass dieser nicht erwachsen wurde im Nimmerland. Denn dort werden Träume Wirklichkeit, in Black Clover werden Träume Wirklichkeit, mit Magie ist alles möglich. Und wenn man eine Nimmerland-Anlehnung hat, weil das in Peter Pan so eben passiert oder so die Lore ist oder so der Fall ist halt einfach, dann muss das natürlich in Black Clover auch passieren. Also ich finde die Anlehnung wirklich sehr schön, sehr kinderfreundlich auch. Also da muss man einfach mal wieder sagen, dass Tabata sich echt was einfallen lässt, wenn er seine Charaktere schreibt oder wenn er sich Power-Ups oder so einfallen lässt. Wie kreativ er einfach ist, muss man ja wirklich sagen. Und vor allem auch, wie unpredictable das Ganze ist. Kann mir ja keiner sagen, dass er das hier predicten kann. Also da soll mal jemand hierher kommen und sagen, der Boruto Twist aus dem letzten Chapter wäre krass gewesen, wenn wir hier jetzt das Nimmerland bekommen. Also das ist natürlich wesentlich einfallsreicher, definitiv. Finde ich auch gar nicht weit hergeholt, weil damals im Dungeon hat man ja auch diese Szene bekommen, wo die Zeit angehalten wurde. Auch wenn vor 20 Kapiteln beim Lucius Reveal noch gesagt wurde, dass Lucius vermeintlich dafür verantwortlich gewesen ist, den beiden damals im Dungeon geholfen zu haben, kann man es jetzt ja einfach umdrehen und sagen, nein, Yuno und Bell werden dafür auch damals verantwortlich gewesen sein müssen, weil dort ja auch schon die Zeit angehalten wurde, was nicht bestätigt ist, aber was so sein muss, weil ich das so sage. Deswegen ist es auch so. Und wir sind ja im Nimmerland und er ist Peter Pan und deswegen passt das, ja? Und deswegen kann man das so machen. Ja, Lucius hasst Yuno, weil er wusste, dass seine Magie ihm widerstehen würde, auch wenn er natürlich 7 Tage vorher schon darüber gesprochen hat, dass er in eine von 1000 Zukünften wahrscheinlich alle Truppen gegen Lucius anführen würde. Hat er halt vielleicht vergessen oder so, wo er die 7 Tage auf seinem Fettarsch im Thron saß, aber ist ja nicht so schlimm. Also an der Stelle will er natürlich der Rivale für Yuno sein und hat einfach vergessen, diesen Rivalen, dem Aster, auch auszulöschen und ihn einfach gewähren lassen, 1 Jahr und 3 Monate lang. Aber das ist ja okay, wir reden hier von Lucius, der wird sicherlich noch den absoluten Masterplan haben. Sollte natürlich auch kein Geheimnis mehr sein, dass Lucius hier nicht jede Woche, sondern nur alle 3 Wochen, wegen den Pausen natürlich, ihr versteht hoffentlich, den Boden mit Sukuna oder Shigaraki oder jedem One Piece Antagonisten wischt. Also das ist natürlich offensichtlich. Wir reden hier schließlich von Black Clover, dem besten New-Gen-Anime / Manga aktuell. Nicht mehr normal. Yuno meint dann aber ganz böse, dass Lucius nicht seine Rivale ist. Das fand ich ein bisschen gemein von ihm, sag ich ganz ehrlich. Und wir wissen natürlich, wer der richtige Rivale ist. Yuno greift Lucius dann mit seinem Spirit of Zephyr an und damit endet das Kapitel. Nächste Woche ist Pause und da hat sich Tabata natürlich reichlich verdient. Wir haben hier wieder schöne Doppelseiten, wenig Text. Das ist natürlich genau der Anspruch, den ich an so einer Serie habe. Wenig Fortschritt und immer wieder die gleichen Lines von denselben Charakteren. Das ist genau das, was ich haben möchte. Denn Veränderung gefällt mir nicht. Ich bin auch wirklich der Ansicht, dass jeder, der da jetzt rumhatet oder kritisiert, naja, das ist sowieso das Gleiche, also macht keinen großartigen Unterschied, dass jeder davon die Serie gar nicht mehr schauen oder lesen sollte, weil ihr das gar nicht verdient habt. Da bin ich ganz ehrlich. Black Clover macht auch seine Fehler, aber die kann man ja verzeihen. Black Clover macht so viel richtig und ich finde, an der Stelle gibt es natürlich andere Werke, die viel mehr falsch machen und da schreien die Leute nicht rum, dass es irgendwie schlimm sei. Immer wird das arme Black Clover zerhauen. Und ich verstehe gar nicht, warum das der Fall ist. Alle müssen sie nur den Worten von großen YouTubern folgen und nachplappern. Können sich alle keine eigene Meinung mehr bilden. Traurig. Und wenn ich da am Ende mit Donald und Goofy am Tisch sitze und frühstücke, dann ist das doch schön. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch schonend typisch, dass man sich ein bisschen Zeit lässt und dass man immer das Gleiche macht und dass man nicht vorankommt und dass man ein Happy Ending bekommt. Dass ich natürlich jetzt weiß, dass am Ende alle wieder leben werden, das ist auch in jedem anderen Shonen so. Deswegen seid leise, Black Clover gefällt mir. Wenn es euch nicht gefällt, dann hört auf, das zu schauen. Fürs nächste Kapitel würde ich mir wünschen, dass Yuno vielleicht ein bisschen auf den Sack bekommt, aber ich glaube, der wird sich schon relativ gut schlagen und dann wird halt Asta kommen. Und dann gibt es wieder einen schönen Teamfight gegen den Endantagonisten und dann kriegen wir noch ganz, ganz viele andere Nebenkämpfe und dann wird Black Clover noch 150 Kapitel gehen mit
alle 2-3 Wochen Pause, dass wir noch schön Content und schön noch lange was von dieser Serie haben. Ich denke, damit sind die meisten natürlich einverstanden, ich natürlich an der Stelle auch, und ich freue mich sehr auf den weiteren Verlauf von Black Clover und mach das auf keinen Fall nur für den Content hier. Ich möchte mir diesen Spaß definitiv nicht nehmen lassen an Black Clover, weil Black Clover ist aktuell wirklich einer der besten New Gens, nicht mehr normal. Ich werde mir jetzt im Anschluss nach dieser Review hier nochmal alle Peter Pan Filme angucken. Vielleicht lässt sich da irgendwas heraus erschließen für die weiteren Black Clover Kapitel. Vielleicht bekommen wir weitere Disney Charaktere in den nächsten Chaptern zu sehen. Mit Noelle und Ariel haben wir ja auch schon so einen abgedeckt. Ich würde mir ein Kapitel wünschen, wo Noelle einfach ihre Gegnerin besingt. Das wäre übernice und mal was total Neues und Kreatives. Vielleicht sehen wir die nächsten Chapter einige andere Disney-Anlehnungen, andere Charaktere. Vielleicht die Wunderlampe von Aladdin, wovon man sich was wünschen kann oder sowas. Das wäre ja richtig, richtig cool. Die 7 Zwerge könnten ja auch noch kommen, weil wir ja auch Zwerge hier haben. Ja, wir dürfen nicht vergessen, in Black Clover ist aufgrund der Magie alles möglich. Von daher sollte man sich da sowieso nicht drüber beschweren, weil so ist das eben in Black Clover. Das ist damit von meiner super zuckersüßen Review zu Black Clover gewesen. Lasst mir gerne eure schöne Nachricht unten in den Kommentaren da und natürlich für den Support einen knackigen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein und ciao. Es ist vorbei, Mr. Maus. Die Zuschauer schalten alle weg. Fresse! Halt die Fresse! Das war's, Mädels. Der Disney Channel wird erstmal abbestellt.